Wir sind irre aufgeregt, Judith und ich, weil es ist unsere erste Sendung im Ersten, sodass ich das Mikrofon noch behalten will. Irgendwann muss man sich der Mensch ja festhalten. Aber wenn Sie so zurückdenken, privat und beruflich, welches war für Sie das schwerste erste Mal? Eine verlockende Frage. Ich beschränke mich auf das Berufliche. Der Einstieg, der allererste Einstieg. Da war ich, glaube ich, 19 oder 20. Einstieg in diesen Beruf. Das erste Mal in einem Musikstudio zu stehen und zu erleben, wie eine Produktion stattfindet. Zaungast im Grunde genommen zu sein, weil alles andere wurde von anderen Leuten entschieden. Aber ein Vorgeschmack auf die 50 Jahre, die danach folgten. Es war von Anfang an spannend. Na, spannend oder hatten Sie auch Bammel? Beides. Ja. Beides. Aber ich glaube, mehr spannend. Der Bammel, der war mir in dem Augenblick noch nicht so bewusst. Da waren die Dinge, die herum passierten, viel zu aufregend. Aber das war eine neue Welt. Und diese Welt, die hat mich so fasziniert, dass hat auch in den ganzen Jahren danach überhaupt nicht mehr abgenommen. Spannend, Bammel, neue Welt, das gehört dazu zum ersten Mal. Deswegen würde ich gerne von Herrn Derksen wissen, wie war denn Ihr erstes Mal? Welches jetzt genau? Zum Beispiel, also das überlasse ich Ihnen natürlich, aber zum Beispiel das mit Ihrem chinesischen Schwiegervater. Also das war ein ganz, ganz schwieriges erstes Mal, wie so oft. Ja. Wir hatten eigentlich geplant, dass ich erstmal meine Schwiegermutter kennenlerne. Und sie ist ja diejenige, die eigentlich das Sagen hat, auch wenn mein Schwiegervater das nie zugeben würde. Das ist ja in Deutschland genauso. Ja, genau. Ne? Ich hoffe, dass er die Sendung nicht sieht. Und wenn ja, dann, dass es keine chinesischen Untertitel gibt hier. Und wir hatten gehofft, dass sie dann so im Hintergrund daran arbeiten würde, so, dass er mich irgendwann akzeptiert. Aber wir, als wir mit meiner Schwiegermutter zu Abend gegessen haben, sind wir in die Tiefgarage gegangen. Also meine Schwiegereltern wohnen in einem Hochhaus, unten ist eine Tiefgarage. Und da habe ich so aus der Ferne so 3, 4 Männer mir entgegenkommen gesehen, zusammen mit meiner Frau. Und dann dachte ich, das Gesicht kenne ich doch von irgendwoher. Und wir hatten versucht, uns dann irgendwie hinter so einem SUV da zu verstecken, hat aber nicht geklappt. Denn ein Freund von meinem Schwiegervater, das war nicht mein Schwiegervater, ruft, ey, alter Ju, dein Schwiegersohn ist da. Oh, und dann dachte ich, jetzt geht's los. Und dann ruft er mir schon zu, was machst du da mit meiner Tochter? Und In der Tiefgarage. In der Tiefgarage, ganz genau. Und das war schon eine ganz schwierige erste Begegnung. Ja. Und da kam es auch schon zu einem so einem Kulturunterschied. Er wollte mir eigentlich, ich weiß nicht, was er genau wollte, aber er sah sehr böse aus. Und als aber seine Freunde dann gesagt haben, Mensch, dann wirst du ja bald Opa. Ne? Das ist ja, geht ja in China alles sehr schnell. Ach so. Dann war er schon sehr, sehr, schon ein bisschen so angetan von dem Gedanken, dass er bald Opa wird. Deshalb auch die Frage, was machen Sie mit meiner Tochter in der Tiefgarage? Ja, ganz genau. Okay. Und hat mir dann eine Zigarette angeboten. Aha. Und ich als überzeugter Nichtraucher habe abgelehnt, wusste aber nicht, dass in China das Teilen einer Zigarette oder dass man zusammen eine raucht, ein Freundschaftsangebot ist. Und ich so, nee, ich möchte kein Freund mit dir sein, so in dem Sinne. Habe aber eigentlich nur gesagt, weil ich nicht rauche. Naja, und das war der Beginn einer komplizierten Beziehung dann. Kein besonders gutes erstes Mal. Das wollen wir besser machen heute, Giovanni. Herr Maffay, Sie haben gerade gesagt, das erste Mal auf der Bühne. Ich will noch einen Schritt zurückgehen. Das erste Mal, als Sie nach Deutschland kamen, als Peter Mackay. 1963. Da waren Sie nicht mal 14. Ja. Und Sie kamen von Kronstadt an den schönen Inn. Und was ist Ihre erste Erinnerung an diesen Wechsel? Ein Flugzeug, das in 2 Stunden Flugzeit aus einer Welt in eine andere Welt uns brachte, meine Eltern und mich. Eine Stewardess, die Kaugummi anbot, was ich nicht kannte. Ein Erwachen in München am nächsten Tag. Ich bin auf die Straße gegangen, weil es fröhlich klang und laut. Und es war bunt und man sprach auf der Straße Deutsch. Das hatte ich in dieser Form noch nie erlebt. Dass Sie
im Ohr hatten, weil Ihre Mama ist eine Deutsche aus Siebenbürgen, Ihr Vater Ungar. Hatten Sie das Deutsche im Ohr oder mussten Sie das ganz neu erlernen? Nein, nein, wir haben zu Hause Deutsch gesprochen, vornehmlich, auch Ungarisch. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir auf der Straße mit Kindern, wenn wir gespielt haben, haben wir die Sprache hergenommen, die am schnellsten funktionierte. Und wenn uns irgendein deutsches Wort nicht einfiel, dann ersetzte man das durch ein ungarisches oder rumänisches Wort. Es war absolut gang und gäbe. Die meisten Kinder wuchsen dreisprachig auf. Und, in Siebenbürgen? Ja, ganz genau. Und, also Sie landeten in München-Riem, damals gab es diesen Flughafen. Ganz genau. Und Sie sahen, dass es bunt war und dass man Deutsch sprach, und zwar durchgängig. Ja. Haben Sie sich in diesem neuen Land, in diesem München, auch fremd gefühlt? Naja, am Anfang schon. Hm. Aber das war nicht unangenehm. Es war ja farbig und es war lebensfroh. Die Leute liefen auf der Straße und unterhielten sie und lachten. Kannten Sie das nicht? Ich will nicht sagen, dass man das in Rumänien nicht gemacht hat, aber die Stimmung war einfach viel befreiter und viel beschwingter. Mhm. Insofern wirkte das auf mich nicht befremdlich, ganz im Gegenteil. Aber es gab viele Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Sie haben mal gesagt, Ihre Eltern wurden, und vielleicht Sie selber auch, als Rucksackdeutsche bezeichnet. Was waren das, Rucksackdeutsche? Das war eine Bezeichnung, die man nicht oft zu hören bekam, Gott sei Dank. Das Gefühl, als Rucksackdeutscher bezeichnet zu werden, muss für jeden, den es getroffen hat, nicht wirklich angenehm gewesen sein. Das war es auch für uns nicht. Im Grunde genommen war eine leichte Diskriminierung im Vergleich zu dem, was heutzutage wieder, ohne die Hand vor dem Mund zu nehmen, artikuliert wird, ist das sehr harmlos. Aber es steckte da drin eigentlich auch eine Spur von Diskriminierung. Wirklich nur in sehr seltenen Fällen. Wie haben Sie denn reagiert, wenn Sie es gehört haben? Ich habe es runtergeschluckt. Ich habe mir mal einen Tag gedacht. Im Grunde genommen waren ja diese Leute, die so bezeichnet wurden, Menschen, die aus osteuropäischen Ländern, in denen es eine deutsche Minorität gab, zurückfanden nach Deutschland. Und die kamen in der Tat mit sehr wenig Habseligkeiten daher der Name Rucksack. Das, was sie mitführten, war in diesem Rucksack. Mehr gab es nicht. Diese Erfahrung, sich zumindest hin und wieder fremd zu fühlen, ist das der Grund dafür, warum Sie bis heute eine besondere Sensibilität dafür haben, wenn es in Deutschland zum Beispiel zu ausländerfeindlichen Übergriffen kommt oder wenn es Extremismen gibt, wie den Rechtsextremismus, die wieder aufkommen? Ich vermute ja. Ich vermute, dass das Gefühl, wie Sie sagten, irgendwo Ausländer zu sein, einen sensibilisiert für diejenigen, die mit solchen aus solchen Hintergründen zu uns finden. Ja. Ich habe nicht nur in Rumänien gelebt, ich habe eine Zeit lang in Spanien gelebt, da war ich Ausländer, ich habe eine Zeit lang in Kanada gelebt, da war ich Ausländer. Ich fand ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es gar nicht so verkehrt war, manchmal Ausländer zu sein. Mhm. Ja. Aber daher wird wahrscheinlich diese Empfindsamkeit, wenn ich das mal so sagen darf, herrühren. Sie haben gerade ein neues Album veröffentlicht und ich habe mir eine Strophe rausgegriffen. Da heißt es, leblose Körper, Entschuldigung, in Massen verscharrt und nur zum Vergnügen auf die Großwildjagd, also sie nehmen sich viel vor, gehetzt, verfolgt, wegen anderer Farben und beschuldigt, weil sie jüdische Namen tragen. Ja. Was haben Sie gedacht, als die ersten Meldungen kamen von dem Attentat in Halle? Wie Sie vielleicht wissen, und wenn nicht, dann will ich das kurz erklären. Meine Lebensgefährtin Henrike kommt aus Halle. Und dieser Ort, an dem das passiert ist, ist 200 Meter entfernt von dem kleinen Haus, in dem wir wohnen, wenn ich in Halle bin.
Ich war vor 2 Tagen da. Und ich bin zu dieser Synagoge gefahren, an der ich gelegentlich vorbeilaufe, wenn ich zum Bäcker gehe und morgens Brötchen hole. Und da waren diese ganzen Blumen und die ganzen Kerzen. Und es macht einen betroffen und wütend, dass in einer Demokratie wie der unseren Dinge dieser Art passieren. Das macht einen betroffen deswegen, weil ich persönlich versuche mir vorzustellen, welche Rampe muss irgendjemand haben in seiner Entwicklung, um zu diesem Zynismus, zu dieser menschlichen Kälte zu kommen. Ich habe dieses Bild gesehen, wie dieser Mann eine Frau, die an ihm vorbeiläuft, erschießt, als würde er auf eine Scheibe schießen. Und das ist eine Erosion, die verdeutlicht, wie sehr unsere Gesellschaft, zum Teil zumindest, oder einige in der Gesellschaft, anfangen wegzudriften. Und uns der Konsens, der gesellschaftliche Konsens, verloren geht. Ja? Und ich kann nur hoffen, dass diese Geschehnisse uns den Mut nicht nehmen, dass man das alles korrigieren kann. Ich glaube daran. Es gibt ja eigentlich auch keine Alternative dazu. Mhm. Ja? Wollen wir uns einen kleinen Ausschnitt anschauen aus dem Video Ihres neuen Albums, aufgenommen in einer ganz schönen Umgebung, jedenfalls einen sehr poetischen, malerischen, ja, nämlich auf einem Kirmesmarkt. Auf einem Rummel. Rummel, ja. Der noch nicht geöffnet hat, aber für Sie extra in Betrieb genommen worden ist, damit es die richtigen Lichter gab und auch ein Pum. Das war großartig. Ich habe das in dieser Form noch nie erlebt. Es hat eine wunderschöne Atmosphäre, genau wie Sie sie beschreiben. Und raten Sie mal, wie ein echter Rock'n'Roller sitzt neben mir, wie dieser Song heißt? Für immer, ja. Natürlich, was sonst? Also, bitteschön. Video ein paar Italiener haben vorgeführt. Und die fanden die Musik ganz fabelhaft. Aber wissen Sie, was die gesagt haben? Der sieht so wütend aus. Wirklich? Ja. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ja. Aber im anderen Kontext oder in den Songs? Nicht in diesem Zusammenhang. Nein, im ganzen Kinder. Ich war da extrem gut aufgelegt. Hat man gesehen? Sieht man. Ne? Ja. Nein. Es gab keinen Grund, wütend zu sein. Und wann auch dieser Song so? ist ganz genau Macht das Mut, Gegenteil. Ja. Ja. Und in welchem Kontext gucken Sie so? Also hin und wieder? Böse, meine ich? Wütend? Ach, da gibt es genügend Gründe, die anderen manchmal womit, in eine solche Stimmung bringen. Womit bringt man sie sehr schnell auf die Palme? Mit Unehrlichkeit beispielsweise. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand unehrlich ist, dann mag ich nicht. Und Disziplinlosigkeit, frage ich Sie so von als das Deutscher, ist eine relative Qualität, ja. Für manchen ist Disziplin etwas anderes als für jemand anderen. Ich selber finde Disziplin gut und das steht auch nicht in einem Gegensatz zu musikalischen Aktivitäten oder zu dem Image als Rock'n'Roller. Mhm. Im Gegenteil, also in meinem Umfeld gibt es eine ganze Reihe von viel, viel disziplinierteren Musikern, die mir vormachen, wie das geht. Okay. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, als jemand, der noch nie verheiratet war? Und weil Sie gerade vorhin Ihre neue Lebensgefährtin erwähnt haben, die aus Halle kommt. Wenn man, wie Sie, 4-mal verheiratet war, ist man dann ein besonderer Romantiker? Natürlich. Also, man denkt jedes Mal wieder. Diese Frage habe ich noch nie gehört. Aber die Antwort ist gut. Aber die Antwort ist gut. Und glaubt man jedes Mal wieder an die Liebe fürs Leben oder sagt man, es geht auch ein bisschen kleiner? Ja, Herr Dücker ist genauso klein wie ich. Also das funktioniert sehr gut. Wir haben eine kleine Tochter, die ist 11 Monate alt und zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Wir sind sehr glücklich miteinander. Glückwunsch.
Und ich muss gestehen, Sie machen mir Mut. Vielen Dank, Peter Maffay.